Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem beliebten Q&A. Ihr schickt immer ganz viele Fragen, die ich dann hier natürlich komplett anonym beantworten werde. Wie gesagt, dadurch, dass es relativ viele Fragen sind, kann ich nicht immer alle an einem Q&A beantworten. Wichtige Fragen hebe ich dann auf für die nächsten Q&A und ich versuche die auch immer ein bisschen zu bündeln. Jetzt legen wir aber los. Dafür habe ich euch mal 6 Schritte mitgebracht. Und zwar Nummer 1 ist erstmal die Kommunikation. Ihr solltet euch beide sehr sicher sein, dass ihr das machen wollt. Und nicht einer nur so halbherzig, naja, ich habe mal davon gehört, dass es Spaß bringt. Und auch da im besten Fall probiert ihr das erst einmal alleine für euch aus, bevor ihr das mit einer zweiten Person probiert. Nummer 2. Hygiene. Also, ihr müsst euch nicht unglaublich viel vorher säubern. Eine kleine Dusche im Hintertürchenbereich wird sich aber lohnen. Drittens, Gleitgel. Ihr müsst wirklich viel Gleitgel benutzen, weil das ist, das macht die Sache richtig erst flutschig, weil gerade auch der hintere Bereich sich nicht selber flutschig macht. Viertens ist natürlich, vorsichtig müsst ihr sein bei Schmerzen, sofort aufhören. Fünftens, es macht dort Sinn, dass man Kondome benutzt. Gerade weil man ja manchmal Hintertürchen und auch noch das andere Türchen bespielen möchte. Und damit dort keine Infektionen kommen, nutzt einfach Kondome. Und als allerletztes, ganz wichtig, ist die Nachsorge. Sprecht darüber. Wie geht es euch damit? Hat es euch Spaß gebracht? Wollt ihr es nochmal machen? Was hat euch nicht daran Spaß gebracht? Was wollt ihr ändern? Das gehört genauso dazu, wie auch vorher darüber zu sprechen. Abgesehen von Kugeln kannst du natürlich auch so einfach mit deinem Körper Übungen machen. Oftmals fällt es am einfachsten, wenn man dabei steht, man kann aber auch sitzen und dann eben versucht, den Beckenboden anzuspannen. Das fühlt sich so ein kleines bisschen an, als ob man den Urin stoppen möchte. Achtung, wichtig, nicht wirklich während des Wasserlassens probieren, den Urin zu stoppen, weil das schadet der Blase. Also nur wenn die Blase leer ist, könnt ihr diese Übung machen und dabei versuchen, den Urin anzuhalten. Das sieht man nicht von außen. Also ihr spannt keine Po-Muskeln an und keine Bauchmuskeln, sondern nur die Beckenbodenmuskeln. Das ist eine super spannende Sache. Also, es ist so, dass ForscherInnen herausgefunden haben, dass der Wirkstoff Spermidin, der in dem Sperma drin ist, wirklich positiv sich auf die Haut auswirken kann. Er regt nämlich zum Zellwachstum an und kann sogar Falten verschwinden lassen. Das ist die positive Nachricht. Die negative Nachricht ist dabei, dass der hohe pH-Wert eher zu Entzündungen der Haut und die auch die Haut sehr reizen kann und deswegen nicht optimal ist bei täglicher oder auch öfter Anwendung. Also ganz ehrlich, nutzt vielleicht eine hochwirksame Creme und nicht das andere. Auch hier das Allerwichtigste ist einfach dabei die offene Kommunikation. Rede mit deinem Partnerin in diesem Fall oder sonst deinem Partner darüber, was dir wichtig ist, was du gerne ausprobieren möchtest und warum du das auch vielleicht ausprobieren möchtest und was für Fantasien du da hast. Dann gilt es eben auch darum, sich vielleicht langsam anzunähern. Vielleicht ist es nicht gleich, dass du die Peitsche rausholst, sondern vielleicht sind es ein paar schrittweise Sachen, die ihr euch vorstellen könnt. Aber das Allerwichtigste dabei ist, respektiere Grenzen. Wenn jemand sagt, das ist nicht meins, dann muss man das auch respektieren. Man kann natürlich darüber reden und sagen, was könntest du dir denn vorstellen und wie können wir uns einigen? Aber Grenzen zu respektieren ist in einer Partnerschaft immer das Wichtigste.